Hallihallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play World of Tanks Nice Rounds. Ja, ich habe es wirklich in der Tat auf erneuten Umwegen geschafft mit dem Stritzwagen M42 Ausführung, was weiß ich nicht, 57 oder so. Auf jeden Fall die Premium-Version des schwedischen Mediums. Eine, ja, ich sag mal, unerwartet gute Runde hinzuzaubern. Wir sind hier aktuell auf Wadi und müssen angreifen. Und ich bin erstmals auf die inzwischen sehr, sehr beliebte Camper-Position gefahren. Muss dazu sagen, ich bin hier mit einer Crew unterwegs, wo bereits die Lampe drauf ist. Das heißt also, falls ich aufgehen sollte, werde ich das hier oben auch direkt feststellen. Das sollte auch Zwangsvoraussetzung für diese Position hier vorne sein. Ja, der Stritzwagen M42 Autoloader, 4 Granaten in seiner Kanone. Bin hier auch mit einem Scherenfernrohr ausgestattet und versuche jetzt aus der Distanz heraus erstmal die ersten beiden oder die ersten drei Treffer direkt mal durchzuzünden. Man sieht auf der Minimap jetzt unten schön, ich bin so ganz eben im sichtbaren Bereich. Also das heißt, wenn jetzt beispielsweise PZVH oder OE Experimental die gleiche Sichtweite hätten wie ich, würden sie unter Umständen mich aufmachen, was aber nicht unbedingt hier der Fall zu sein scheint. Ja, keinen negativen Richtwinkel beim Stritzwagen ist natürlich ein bisschen schwierig, dann auf so einem unebenen Terrain hier versuchen Schaden zu machen. Ich werde auf jeden Fall erstmal PZVH und O-Experimental versuchen, ein bisschen da unten in Schach zu halten. Aktuell steht es 0 zu 4. Ja, also schon mal beste Voraussetzungen, die Runde nicht zu gewinnen. Da vorne fährt ein Rudy. Vorteil, der bei dieser Position hier mit dem Autoloader ist natürlich, dass man seine Granaten mal ganz bequem in Ruhe rausführen kann, ohne sich irgendwie bewegen zu müssen. Man sieht auf der Minimap, die Verteilung unseres Teams ist nicht ganz optimal. Da haben wir noch einen Stritzwagen M42. Oh, daneben. Oh, oh, oh. Und tschüss. Erste ist weg. So, es steht 2 zu 5. Der PZVH steht da sehr schön. 3 zu 5. Sehr schön. So, erstmal wieder nachladen. Also man sieht auf der Minimap S35CA und die IKV stehen da hinten, ja, mit einer Sichtweite von, ich sag mal, nicht mal annähernd Richtung VK3001H aus dem Gegnerteam. Jetzt T67 hier direkt neben mir, versucht das gleiche zu machen wie ich, hat aber ein kleines Problem, wie es sich gleich herausstellen wird. Ah, schade, ein bisschen zu wenig vorgezielt. Ah, Mist. Ja, zeigt sehr gut seine, nur den Turm hier vorne. Ja, der OE Experimental ist immer noch dort anwesend. 4 zu 8 inzwischen. Jetzt muss ich mich dann doch etwas bewegen, um mal in Richtung negativen Richtbereich was machen zu können. So, PZT34, diesmal aber mit guter Vorhaltung das Ding rausgenommen. Oh oh, oh oh, so, jetzt bin ich auf. Der T67 logischerweise auch. Der weiß aber noch nichts von seinem Glück. Jetzt hat das wahrscheinlich festgestellt. 6 zu 10 steht es. Wie man sieht auf der Minimap. Aua, aua, aua. Rechts kommt von rechts hinten was. T67 beschießt mich hier. Nicht so die super Idee. 2 Artis sind übrigens im Gegnerteam. So, man sieht, unser Team ist sehr, sehr weit hinten aufgestellt. Es steht 7 zu 10. Der IKV hinten, ja, weiß ich auch nicht, macht auch nicht so wirklich was. So, KV1 geht auf, wir nicht. Jetzt hoffe ich mal, dass die M44 da ordentlich die Luzi drauf gibt. Aktuell noch keine besonders gute Runde. Oh, oh, T67. Zack. Muss ich M44 ein bisschen beschützen? Ja, sehr gut. Und weg damit. Sehr schön. So, Kill Nummer 3. Es steht 8 zu 10. M44 muss sich jetzt bewegen. Vermutlich wird die Arti auch auf mich zielen. Ah, oh, 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 da kommt noch was.
Da kommt noch was. Die AT hat den schön getrackt. Jetzt werde ich die M44 wahrscheinlich nicht mehr schaffen, auseinanderzunehmen. Aber man sieht halt, mit dem Autoloader geht das Ding mal ziemlich gut klar. 9 zu 11, Kill Nummer 4. Nicht schlecht. Aktuell 1317 Schaden. Nicht schön. Nicht schön. So, Auto-Aim auf den KV-1. Jetzt kriege ich hier von der Leffi einen geballert. So, zack. Kill Nummer 5, KV-1 ist weg. Die Feldhaubitze, ja. Wird mich wahrscheinlich jetzt getrackt haben. 1500 Schaden bislang. Man sieht... Oh, aua, aua. Ja. Ich hätte jetzt die Werkzeugkitzel nutzen können. Aber lohnt sich auch nicht. So, man sieht auf der Minimap der IKV 65-2 und IKV 103 plagen sich da aktuell noch mit dem OE Experimental und dem KV-2. Da werde ich jetzt mal ein bisschen zur Unterstützung eilen. Außerdem stehe ich dann etwas artisafe, wenn ich hier oben Gas geben kann. KV-2 haut die SU-8 raus. Ob das so eine sinnvolle Geschichte ist. Experimental nimmt den IKV. So. Jetzt muss ich gucken. Oh, T-67 habe ich auch geklärt hinter mir. Oh, 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 oh. Auto-Aim drauf. Immer ein bisschen warten, bis die Geschichte da schön... Oh nein! Puh. Okay, 6. Kill, 12 zu 14. Oh, oh, jetzt schön hier hinter stehen bleiben. 1800 Schaden aktuell. Ja, die leichte Feldhaubitze. So, KV-2 ist jetzt noch übrig. Der wird wahrscheinlich über den Berg drüber gehen wollen, um irgendwo in meine Richtung zu kommen. Aber ich denke mir, ich werde mal außen rumfahren. Ich gönne mir lieber noch die beiden Artis, bevor ich mich auf einen Zweikampf im KV-2 einlasse, denn der nimmt mich definitiv mit einem Schuss raus. Eigentlich bräuchte der nicht mal schießen, der kann mich auch wegrammen. Also nutze ich meinen Vorteil und düse mit meinem Streetswagen mit satten 45 km/h hier durch die Prärie und mache mich auf Richtung Arti. Große Chancen zu gewinnen habe ich nicht, aber naja gut, ich werde auf jeden Fall probieren, mir noch die Artis da wegzusnacken. Ich hoffe, das gelingt. Die leichte Feldhaubitze müsste irgendwo, ich sag mal so, Richtung G4-5 stehen wahrscheinlich, weil ansonsten hätte sie mich da hinten von der Reichweite nicht kriegen können. Aha, die letzten 2 Minuten laufen an. Okay. Muss jetzt sehr vorsichtig spielen. Ich habe zwar die Lampe drauf, aber ich bin jetzt auch nicht so der Superwendige. Mein Tempo 45 geht an sich voll klar. So. Jetzt ist die Frage, wo steht sie? Wo steht das gute Teil? Aha. Oh, ich bin auf. Das heißt, ich kann nur noch einaimen. Nein! Daneben geschossen. Jetzt hat es mir nochmal die Kette gezogen. Nicht schön. Jetzt muss ich auf jeden Fall das Reparaturset anwenden. Denn die M44 wird genau das gleiche machen. Die wird nämlich schön auf mich einaimen. So, Kill Nummer 7. Jetzt bin ich gespannt. Kill Nummer 8. M44 hat die Reichweite, über die ganze Karte zu gehen. Der KV-2 wird natürlich jetzt probieren, zurück Richtung Base zu kommen, weil er weiß, wo ich bin. Aber er hat halt nicht mehr die Geschwindigkeit. Aber ich habe auch nicht mehr die Zeit. Und das ist das Problem. Zack, da ist die M44. Auto-Aim. Und bevor die M44 was machen kann, ist sie auch schon Geschichte. Sehr schön. Kill Nummer 8. Yippie-yay. Aber ich habe keine Chance mehr, irgendetwas zu machen. Ich kann weder durchkippen. Und wie gesagt, mit dem KV-2 würde ich mich ungerne auf einen Zweikampf einlassen. Das Einzige, was ich jetzt machen kann, hier oben stehen bleiben, um zu hoffen, dass er vielleicht nochmal aufgeht, wenn ich ihn denn dann sehen sollte. Aber bei der Geschwindigkeit, die er hat, wird er wahrscheinlich
nicht mehr großartig auftauchen können. Das Einzige, wo er jetzt noch auftauchen könnte, wäre im oberen Bereich an der Düne da oben, genau. Aber ich glaube, da wird er es nicht mehr hinschaffen. Dafür ist er einfach zu langsam und die Zeit hat dementsprechend nicht ausgereicht. Ja, wie man sieht, sieht man nichts. Es war eine Niederlage. Ja, leider Gottes, aber nun gut. Wir haben das Panzerass auf dem Spitzwagen gemacht. Yippie-yay. Und neben dem Panzerass natürlich auch noch Wirkungsfeuer, Duelland, Schläger durch die 8 Kills, logischerweise auch die Radley Walters Medaille, Krieger ist klar und mit 2000 oder über 2000 Schaden natürlich auch das Großkaliber, 62.000 Credits bei einer Niederlage und etwas über 2000 Erfahrungspunkten. Schauen wir uns das Ganze mal eben kurz im Teamvergleich an. Ich habe also 2423 Schaden gemacht, 8 Kills, 884 Netto XP an Erfahrung damit bekommen und witzigerweise, da habe ich bislang noch gar nicht so drauf geachtet, habe ich in dieser Runde 160 Erfahrungspunkte mehr bekommen als der Beste aus dem Gegnerteam, die ja letzten Endes gewonnen haben. Na gut. Ja, drei Abzeichen haben wir bekommen. Ansonsten haben beide Teams keine nennenswerten Ergebnisse erzielt, wenn man sich das jetzt mal so in der Übersicht anschauen möchte. So, gucken wir uns das Ganze mal en Detail an. Wir haben 31 Schüsse abgegeben, davon sind 21 im Ziel gelandet, also an sich gar nicht mal so verkehrt. 20 davon mit Durchschlag ist natürlich schon mal eine klare Sache, die Schweden haben sowieso durchaus durchschlagskräftige Kanonen. Ja, wir haben 2423 Schadenspunkte insgesamt gemacht, davon lediglich, obwohl wir am Anfang ein bisschen geschnippert haben, 889 Schadenspunkte über 300 Meter. Na gut. Ja, wir haben drei Treffer erhalten. Die drei Treffer, die wir bekommen haben, waren logischerweise auch mit Durchschlag. Sieben Gegnerfahrzeuge haben wir entdeckt, 9 beschädigt, 8 zerstört. Dadurch haben wir 745 Schaden ermöglicht. Und mit dem Bonus für die tapfere Gegenwehr und abzüglich der Reparaturkosten haben wir einen Plus gemacht. Und das finde ich schon durchaus bemerkenswert für ein 6er Medium bei einer Niederlage von 55.000 Credits. Ja, mit dem Bonus der tapferen Gegenwehr und dem Bonus logischerweise des Premium-Fahrzeuges habe ich für diese Runde auch nicht so ganz ohne 2718 Erfahrungspunkte bekommen. Wohlgemerkt für eine Niederlage. Nichtsdestotrotz, es war trotzdem ein eigentlicher Gewinn dieser Runde, denn ich habe endlich das Panzerass auf dem Stritzwagen. Habe es an sich gar nicht so versucht zu bekommen, aber wie der Zufall es will, manchmal hat man eben ein wenig Glück. So, liebe Freunde, das war's auch schon für heute wieder. Wie gesagt, das Panzerass in Verbindung mit einer Radley Walters Medaille beim oder auf dem Stritzwagen. Wieder mal ein Ass auf Umwegen. Ich schaffe das auch irgendwie immer. Also sehr, sehr seltsam die Runden. Wenn ich mal richtig gut losrocken kann, dann entweder sind die Runden am Anfang sehr bescheiden oder halt dementsprechend zum Ende hin. Nun gut. So, ja, dann sage ich an dieser Stelle erstmal danke fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, reingehauen und tschüssing!